Hallo liebe Kinder, ich begrüße euch zur dritten Challenge, und zwar die März-Challenge. Im Januar haben wir ein bisschen was für die Arme gemacht, im Februar hat Claudia ein bisschen was für die Beine und fürs Gleichgewicht gemacht. Ich würde heute einfach was für die Körpermitte und den Bauch machen, und dafür gibt es gleich vier kleine Übungen. Wichtig ist immer, probiert die Übung erstmal minutenlang durchzuführen. Ja, das kann am Anfang vielleicht nur 20 Sekunden sein. Wir wollen ja wirklich den ganzen Monat nutzen, um uns zu steigern. So, wenn ihr eine Minute habt, bei den anderen Übungen zum Beispiel, könnt ihr dann probieren, wie viel Wiederholung ihr in der Minute schafft. Also, erste Übung, legen wir uns einfach hin. So, verschränken die Arme vom Bauch. Achso, ein Timer. Wir brauchen eine Zahl. So, eine Minute. Die Arme sind ja vom Bauch verschränken, Beine kommen hoch und Timer geht durch. Ja, wenn es anfängt zu zittern im Bauch, ganz normal, Colitis zu halten. Wir sind jetzt hier bei 15 Sekunden. Ihr könnt auch am Anfang, wenn es ein bisschen leichter ist, vielleicht auch hinten abstützen. Ziel soll es aber sein, am Ende komplett so eine Minute lang zu halten. Super, fertig. Kurz Luft holen. Eine Hand rausatmen, eine Hand aufschütteln. So, bei der zweiten Übung nehmen wir uns den Ball dazu. Probieren den Ball zwischen den Beinen einzuklemmen. So. Einmal startet. Und wir probieren den Ball immer vor und zurück. Vor und zurück. Wie gesagt, Ziel ist es am Ende, eine Minute zu schaffen. Wenn wir am Anfang vielleicht 10 Sekunden schafft, ist super. Immer steigern, wir haben den ganzen Monat Zeit. Und geschafft. Bei der nächsten Übung nehmen wir uns den Ball hin, die Beine daneben. Ja, wenn ich mal kurz nach der Pause schütte, mal die Beine und die Arme aus. Starten wir den Timer. Und jetzt heißt es, die Beine immer über den Ball. Rüber, rechts und links. Wenn ihr mal nicht könnt, kurz ablegen, nach links. Oh, jetzt habe ich den Ball probiert. Kann alles vorkommen, ja? Wir wollen es ja trainieren. Ich möchte von keinem, der schon von Anfang super kann. Ah, super! Okay, nächste Übung. Super! Nächste Übung. Wir nehmen die Beine in den Hand. Auch gleichzeitig die letzte Übung. Und probieren. Also, Timer starten. Und probieren jetzt den Ball, also Beine wieder anheben. Den Ball immer rechts und links, um neben uns aufzutippen. Super! Klasse gemacht. Probiert das Ganze so oft, wie ihr könnt in der Minute. Aber Ziel ist erstmal, die Minute zu schaffen. Alles klar? Dann wünsche ich euch viel Spaß wieder für die März-Challenge. Bin wieder gespannt auf eure Bilder und eure Videos. Und sag Tschüss, euer Tommy.